So, wir schauen mal, was Ingrid und Klaus in dieser Woche zu den aktuellen Themen zu sagen haben. Ingrids Woche und Klaus. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Danke, gut. Ja, wir können nicht klagen. Und ja, wenn die Sonne scheint, genießen und ja, ist herrlich. Schön. Warum sollen wir denn klagen? Kusch jetzt. Wir haben doch gar keinen Grund zum Klagen. Wir haben doch kein Gefühl. Guck mal, der kuscht schon wieder nicht. Der kriegt gleich eine drauf. Okay, kommen wir zum ersten Thema. Skandal in Altenpflegeheim. Ein 67-jähriger Rentner wird von Ratten angeknabbert. Habt ihr das gehört? Ja, ich hab's gelesen. Ist der sehr verletzt worden oder wie? Der ist wohl am Fuß und an der Wade angeknabbert worden. Ja, die Tiere sind hungrig. Die Tiere sind hungrig und da ist Fleisch und dann beißt es an. Ich habe mich ja auch vielleicht schon normal. Seid ihr auch schon mal angeknabbert worden? Nein. Ja, so weit ist das noch nicht gekommen. Nein, aber die andere Seite, was sind das für Zustände in so einem Heim, wo da Ratten rumlaufen? Was soll denn mit den Ratten passieren? Willst du die etwa vergiften? Da können doch keine Ratten rumlaufen im Pflegeheim. Nur überlegen. Nein, wir haben ja auch viele Abfälle da. So alte Leute, wenn die essen, die lassen vieles fallen, nehme ich an. Der Mann lag doch nicht in der Abfallhalle. Der lag doch im normalen Bett und so weiter. Lag der im Bett oder war der in einem Sessel oder in einem Stuhl oder so? Der war ruhig gestellt. Behindertenstuhl vielleicht. Vielleicht. Ja, bitte. Da hat er vielleicht etwas gegessen, ja? Brot oder was weiß ich, Kuchen, da fielen Abfälle runter und da kam eine Ratte und da hat sie sich vertan und Fuß gebissen. Was würdest du denn gegen die Ratten unternehmen? Ich lasse sie leben. Na dann, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich bin Klaus.